Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Silent Hill 2, das Remake. Ihr Lieben, wir sind im Krankenhaus. Da wollte ich schon immer mal hin, denn Krankenhäuser machen wirklich sehr viel Spaß. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir müssen immer noch zum Direktorsbüro. So, ich mache mal für mich ein bisschen lauter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Du lebst noch? I'm alright. I'm just tired. Ja, dann schlaf doch. Mann, James, guck bitte nicht immer irgendwo hin. Wir müssen mal gucken, dass wir die Munition nicht so rausballern, aber bei diesen Schwestern möchte ich gerne ein bisschen mehr schießen. So, wir müssen da hinten einen Code finden. Und wir müssen hier durch. Okay, da komme ich nicht durch. Komme ich irgendwie anders durch? Durch die Wäscherei könnte ich durchkommen. Gut, das ist zu. Sehr schön. Ja, das war mir irgendwie klar. Wie, die Wäscherei hat keinen Zugang. Okay, Wäscherei hat keinen Zugang. Ach, kann das sein, dass es die Videos, die Fotos sind, die wir immer sehen? Ich kapiere es nicht. Gut, Schrotflinte habe ich. Lass mich noch mal kurz abchecken, ob ich in die Duschen komme. Ja, da gibt es noch eine Tür. Atmet die was? Oh, scheiße. Was ist das? Die Toilette? C1. Okay. Ich weiß noch, dass ich im Wasser lag. Schön leer. Spürte ich ihn. Spürte, wie er mich anstarrte. Spürte, wie... Es wuchs, ich musste raus, musste fliehen, aber er verfolgte mich, starrte mich weiter an. Ich musste es auslassen. Jetzt bin ich wieder leer, schön leer. Können wir wieder zum Schwimmbad? Gut, er hat irgendwas auf dem Bild markiert. Nee, soweit hat er nichts markiert. Hier könnte was reinpassen. Aber Karte? Nö, Karte hat da nichts gesagt. Gezeigt. Gezeichnet. Hm. Sehr schön. Das heißt, wir kommen jetzt auf beiden Seiten hierher. Alter, ich hätte dich gehabt. Aber ey, wir haben viel. Wir haben Gott sei Dank viel und wir bekommen auch nichts. Munition. Zwei Stück. Lass gucken, ganz großer Gang. Halt.
Wow. Lauf mal. Lauf. Ah, scheiße. Ich dachte, ich könnte es schaffen. Ja, ich hatte mal viel... Ach, scheiße, ey. Nur weil ich dachte, ich könnte das irgendwie noch schaffen, aber dann... Okay, wenigstens 9 Stück. Sollte ich speichern, Vollcyber, vielleicht? Habe ich hier noch irgendwie Erste Hilfe? Nein. Und warum bin ich jetzt hier? Für was? Ich habe keine Ahnung. So, wir werden... den Kumpel hier mal nehmen. Gut. Ins Direktorbüro werden wir eh nicht kommen. Oh, fuck. Hier ist ein Speicherdings. Cool. Aber mal drüber speichern. Hier fehlt ein Schlüssel. Nicht mehr. Ich hoffe, ich muss mir das jetzt nicht alles merken. So. Erhöhung von Nahrung und Flüssigkeit. Kein Zufuhr. Patient muss gebadet werden. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das irgendwie für uns wichtig sein wird. Das könnte wichtig sein. Er hat was markiert. Verlegt nach L1. Überwachung nach L1 verlegen. Okay. Er hat eigentlich 2 Markierungen gemacht. Oh, das ist ein Sir. Unten waren wir. Schwimmbad, ist da etwas? Okay, wir haben noch sehr viel vor uns. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ah, dafür brauche ich die Patiententeile. Die muss ich erstmal holen.
discipline and trial and error of being as bold as one can be, to go as far as one needs to. I will find what it is that truly ails them, and I will cure them. Na dann, viel Glück, mein Freund. Da. Oh nein. Ich vernehme Sternzeichen. Oder irgendwelche Symbole. Okay, das können wir so oder so nicht lösen. Weil definitiv dieses Symbol, was fehlt, reingehört. Oh Gott, wir müssen alles abklappern. Oh. Ich freue mich jetzt schon. Zu der 3 kommen wir ja hier nicht hoch, ne? Und mit dem Fahrstuhl konnten wir nur in die 2 fahren. James, bitte hör auf, dir alles anzugucken. Das ist ja gruselig. So, wir speichern einfach mal hier mit drauf. Na, ich sehe schon kommen, dass ich meine ganze Munition irgendwie verballer. Ja, sorry, ich muss immer gucken. Okay, wäre schwachsinnig, jetzt schon irgendwo hochzugehen. Kommst du oder kommst du nicht? Sie kommt nicht. Oh, meine Munition. Acht Schuss. Ich wollte sie eigentlich dazu locken, dass sie hier den Gang runter geht und ich sie von hinten angreifen kann, aber ich glaube, sie braucht ein spezielles Ziel. Na geil, auf den Toiletten. Ich habe irgendwie schon das Vermutung, dass wir nicht alle töten sollten, sondern immer um die herumlaufen müssen. Weil wir können hier alles aufmachen. Können fast überall hin. Naja, fast. Wir müssten nach oben, da können wir immer eine Runde rumrennen. Oder halt Faustkampf.
und versuchen, so gut wie möglich auszuweichen. Wohin guckst du? Oh, dieses Atmen. Hört sich immer an, als ob irgendwas durch eine Maske atmet. Was haben wir hier? Ob böse wäre es, wenn irgendwas hinter der Tür stehen würde. Ich verstehe diese Sequenzen einfach nicht. Sorry, wenn ich jedes Mal gucken muss. Ich vernehme jetzt gerade nichts. Oh mein Gott, ich sehe eine Schruti. Na nett. Wieso nehme ich eine verbogene Nadel mit? Nadel, nicht Nadel. Oh, Schroti. Ich werde dich lieb haben. Oh, yeah. Schön. Gut. Gut, 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 gut. Wir haben die Schrotflinte. Sollte ich speichern gehen? Vorsichtshalber. Aus. Ein Schuss. Dieses Atemgeräusch im Hintergrund macht mich bis hierhin wahnsinnig. Weil ich die ganze Zeit denke, hier ist irgendjemand, der in so einem Schutzanzug rumrennt. Immer vollshalber speichern.
Ey, diese Dunkelheit ist aber auch wirklich bedrückend, ne? Und wenn James dann immer irgendwo anders hinglotzt. Ich check den Flur. Okay, der könnte hinter mir sein. Nur so weit sauber. Ja, James, so geht's mir auch gerade, mein Freund. Einfach so in den Nacken geschossen. Ich bin ein Held. Oh, schade, keine erste Hilfe. L1. Oh, sehr schön, sehr schön. Haben wir. Eine Schrotflinte in engen Räumen. Das war ich. Ich bin aus Versehen an die Tür gekommen. Erstmal eine Runde duschen. Oh, okay. Checken erstmal alles. Gut, hier scheint nichts drin zu sein. Ich war bei der Waschküche nicht. Das habe ich nicht. Oh, okay. Thank you.
Das Spiel ist schon richtig eklig, ne? Oh mein Gott, ist das Spiel eklig. Shh, James. Shh, wir sind nicht alleine. Was ich gerade wirklich wünschte. Sie ins Bett hin. Sieht so aus, als hätte sie sich ein bisschen beruhigt. Sie hat mich sogar angelächelt, glaube ich. Oder dich hassmäßig angeguckt. Wo bin ich denn hier eigentlich? Will ich hier eigentlich hin? Ich müsste Gewehr eigentlich aufheben, ne? Oh, James, das willst du jetzt wirklich nicht mit mir machen, oder? Drüber reden. Na gut. Oh, James. Warum spiele ich dich eigentlich? Ich hätte Panik. Oh. Wir sind in Etage 1. Willkommen in der Hölle. Bombe. Gut, die sieht schon versperrt aus. Hier ist nichts zum Einsammeln oder sowas ähnliches. Okay, scheint sicher zu sein, sagte sie und wird gleich erschreckt. Eine Schreibmaschine. Warum helfen Sie mir nicht? Warum sperren Sie mich hier ein mit ihm? Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Es ist ein Armband. Gut, es war nichts.
Was war das? Oh, ich hab's geschafft. Einfach mal den Hintern gesehen von der Kleinen. Wo kam die denn raus, sag mal? Oh, vertrautes Gebiet. Hab ich irgendeinen Schlüssel oder so? Nee, ne? Inventory? Nur ein Armband. Ich glaube, da komme ich von der anderen Seite. So, wir speichern natürlich. Eine Runde speichern. So. Meine Lieben, aber ich glaube, die Folge wird heute ein bisschen eher ändern. Es tut enden. Es tut mir leid. So langsam merke ich, dass die Stimme immer sensibler wird. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.